Leute, was geht ab? Willkommen zurück zum neuen Video. Erkältungs-McJohnson ist am Start für euch. Keine Ahnung wieso, aber Grippewelle hat mich halt irgendwie doch erwischt und ich war die letzten Tage übelst erkältet gewesen. Fühle mich jetzt aber besser. Es gibt ein neues Rainbow Six Update. Ich will da einmal schauen, was es Neues gibt. Dr.'s Curse ist noch über eine Woche drin. Spielersucht noch einer? Was ich auf jeden Fall abchecken möchte, ist, dass Cup kann jetzt an einem Türrahmen bzw. einem Fenster mehrere bzw. alle seine Fallen platzieren kann. Es könnte übelst lustig werden und halt richtig so Throwbacks zu damals wieder zurückbringen, wo Cup kann wirklich gewone-hitted hatte mit den Traps. Ich habe Cupcan nicht auf dem Account hier. Ich habe alle DLC-Operator, aber die Main-Leute fehlen mir. Das heißt, Cupcan schalte ich gleich frei. Mir fehlen immer noch 300 Renown, das heißt, ich springe erstmal eine Runde, versuche zu gewinnen. Und dann von dem Renown hole ich mir ihn. Vorher kann ich nämlich andere Sachen abchecken. Was auch neu ist, ist, dass Mozzie und Aruni in der PC und Rowney jetzt weniger Schuss drin haben. Ich kann das wahrscheinlich ja einmal nachgucken. Wir haben nur noch 15 Schuss im Magazin. Ich weiß nicht, ob man es zu schnell gesehen hat. Mit dem Schale kann ich eigentlich direkt gleich die Brille aufsetzen und ein Florist-Cosplay wieder machen. 16 Schuss im Magazin. Das wird... Ich weiß nicht, ob das etwas zu wenig ist. Schade. Es gibt wirklich so Zeiten, da vermisse ich es. So wie damals. Ach, dieses Face macht mich jedes Mal fertig, wenn ich das sehe. Wer placed das direkt in der Ecke, damit er so verzerrt ist? Ubisoft, was soll das? Ach du Kacke! Ich höre dich hier. Mein Headset enttäuscht mich nie. Haben die den Recoil erhöht oder bin ich einfach... Ich glaube, die haben den Recoil auch... Die haben den Recoil erhöht. Scheiße. Ich hätte vielleicht nicht den angewinkelten dran machen sollen. Ja, er ist durch. Einmal C4 drüber. Bye bye. Oh mein Gott, der Recoil! Damn, mein Team ist übelst am Rasieren! Uah! Mein Herz macht das nicht mit, Alter. Ach du Scheiße, Digga. Das kommt in ein Haptics neues Turn-On-Video. Auf den schmeckt erstmal ein Hustenbonbon. Also mein Ziel wäre es, irgendwie Leute jetzt so wieder die Classic Clash so zu finden. Dann machst du diesen Turn-On hier. So. Und dann so. Er wird interrogated. Das ist mein Moment. Oh Gott. Oh mein Gott, es hat geklappt. Ach du heilige Scheiße. Was ich vorhin tatsächlich sagen wollte, als ich unterbrochen wurde. Und ich habe dieses Bedürfnis eigentlich, irgendwie mal wieder mit meinen Freunden irgendwie zusammen zu ranken. Das ist richtig weird, wenn ich das jetzt mal sage. Aber ich vermisse es schon ein bisschen. Ich spiele das Spiel halt wirklich hauptsächlich nur noch alleine. Die anderen haben auch echt kaum noch Lust drauf. Ich glaube, da müsste noch da hinten sein, C4. Den hole ich mir. Damn. 1002 Renown. Wie viel brauche ich für Cupcan? 1000. Das ist Cupcans Waffe finde ich mega underrated tatsächlich. 1,5er ist mega gut. Der Recoil ist ultra gut kontrollierbar. Deswegen kann man auch einen Angled Grip dran machen. Noch den Flash Eye dran, damit er nicht so nach oben kickt. Das sieht so stupid aus. Wenn die das nicht sehen, dann weiß ich aber auch nicht. Was ist das denn bitte? Die kommen von Bridge. Jesus Christ, Alter. Ah ja, du kannst dich mit deinen Füßen abschießen. Das ist neu in dem Game. Ich glaube, die Gegner haben ein bisschen mehr Bock. Ah ja. Ah, ist doch ein bisschen sweaty gewesen, aber da habe ich geaced. War ein recht schönes Ace. Hätte mich trotzdem mal gefreut, wenn er durch die Cupcan gerannt wäre. Ich mache 50-50, okay? Zwei mache ich hier. Und zwei woanders. Aber die... Das sieht man doch safe, oder nicht? Und wenn ich es so mache, dann kommen die von da. Dann sehen die Trip zuerst, denken sich, okay, ich mach die weg. Dann denken die, da ist keine mehr, dann rennen die da durch. Die Sache ist, wenn man so lang kommt... Ja, okay, das könnte man vielleicht nicht sehen.
Komm, 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 komm. Push mich. What the fuck? Und noch einer. Oh boy. Ich will repeaten. Oder du piekst einfach. Okay, cool. Wir sind uns ja einig. Oh mein Gott, wie hab ich die geholt? Ich hab mir ein Handgelenk dafür gebrochen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es hingekriegt habe tatsächlich. Ich hab ein paar Lobbys jetzt hinter mir, wo ich wirklich Capcom gespielt habe. Keiner ist durch die Traps gelaufen. Jetzt gerade zum Glück diese eine goldene Runde, wo ich zwei Leute damit geholt habe. Wobei der Sledge nur down gegangen ist von den zwei Traps. Also ich fange immer direkt so an zu denken, so, wenn ich Attacker wäre, wo würde ich hier lang kommen? Ich glaube, ich würde halt echt hier durch Café attacken. Oder von hier irgendwo. Ich hoffe jetzt mal auf Café. Die Sache ist, man kommt von rechts hoch und man sieht diese Trap einfach als erstes. Wenn er gern gerade wäre, dann wird man den nicht so gut sehen. Aber wenn man von einer Seite kommt, guckt man halt zuerst auf diese Seite. Und ich verstehe, was ich meine. So, und die anderen mache ich jetzt. Gut, Carsten hat mich ausgecastelt. Okay, dann bleibe ich wohl hier. Okay, die kommen. Ja, ich habe einen gesehen, aber ich werde nicht schießen. Ich will, dass es durch die Traps geht. You fucking idiot. Blitz, komm hier lang. Hier ist keine Trap, keine Sorge. Nein, er hat's gesehen. Scheiße. He's evolving. He's too smart. Bitch. What the fuck? Oh mein Gott. Oh, bei der IQ hat mein Aim komplett versagt. Der andere war auch da. Scheiße, Mann. Okay, das sah weird aus. Die Sache ist, er lässt das Objective alleine, lässt sie jetzt in Ruhe planten. Aber das gehört alles zu seinem Masterplan. Sich jetzt langsam anzuschleichen, weil an der Tür hat zum Glück zwei Bewegungssensoren gemacht. Das ist alles eine ESL-Strat, die kennt ihr noch nicht. Sie liegt, man hört das. Ja. Und er wartet extra mit dem Kill, um sie zu verwirren und killt sie dann. Das ist echt gut gewesen. Ich glaube, ich würde durchs Badezimmer gehen. Wenn ich ihn oh, das ist auch nice mit dem Schild. Warte mal ganz kurz. Das ist, glaube ich, lustig, wenn ich dann so mache. Das ist ja ein Insta-Kill dann. Fuck. Jetzt wurde ich gespottet. Das ist natürlich nicht so lecker. Er hat sich's angeguckt. Oh, das sieht aber gemein aus hier. Weißt du was? Ich mache drei hin. Und das mache ich mal weit unten. Oder halt eine Ash Charge hier gegen und alles ist kaputt. Ach so, und Frost auch noch. Ja klar, das ist eine super Idee. Mach ruhig, das ist, weiß ich nicht. Das ist eine super Idee. Ist ja nicht so, dass meine Explosives alle anderen Sachen kaputt machen dann. Drei Capcom Traps, eine Ella Mine. Ach, und ein Bewegungssensor. Jetzt ist jetzt komplett vorbei. Jetzt kommen natürlich alle von Main. Nein, einer nicht. Ha? Wait, what? Nein, der ist nicht drüber. Doch, wie ist der drüber gekommen? Ich predikte, er ist hier hinter der Wand. Easy kill. Schade. Oh, ich dachte, ich wäre ein Cover, Alter. Scheiße. Er war so low. Wie war das noch ein Kill? Vor allem die Sache ist, wenn du nicht Sledge oder Ash oder Sophia oder so bist, kannst du das Schild nicht kaputt machen. Das heißt, du musst rüber volten. Und wenn dann links und rechts Capcom-Traps sind, du kannst da nichts gegen machen. Also mir fällt spontan jetzt nichts ein, wie du das kontern solltest. Ella, can you put the shield here? Oh, sie hat das Schild da nicht hingeplaced. Oh, warte. Ella, can you place the shield here? Das Schild? Ja, jetzt geht's nicht mehr wegen der Mine, du Vollidiot. The mine is in the way. Nein. Mir tut alles weh gerade. Vielleicht merkt es ja nicht. Oh. Ich meine, ich habe hier draußen einen gehört.
Damn, das habe ich gehört, aber das Down wurde mir nicht angezeigt. Ich weiß nicht, wie ich das Update finden soll mit seinen Traps. Sagt immer eure Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob ihr es schon abgecheckt habt. Aber es könnte echt ganz interessant werden und Kapran vielleicht wieder so dastehen lassen wie früher, als die Traps wirklich noch gewone-hitted waren. Oh Gott, das könnte lustig werden. Oder ich... Okay, das mit dem Chargen war nicht so gut tatsächlich. Wäre ich einfach gerannt, wäre es besser gewesen. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Das ist ein bisschen toxisch gerade, tatsächlich. Für die letzte Runde, ich hätte Flourish picken sollen, aber ich hole einmal den Flourish noch raus. Ich habe jetzt die Mütze nicht da. Aber scheiß drauf. Ich habe vergessen, wie wenig man dadurch sieht. Ist ja mega angenehm. Meine Augen tun so weh. What the fuck? Das hat gut geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wollte einfach mal abchecken, wie der neue Kapkan jetzt ist mit den Traps. Und man kann echt lustige Sachen damit machen, tatsächlich. Gab viele neue Veränderungen in dem neuen Patch. Das mit der PC und Rony habe ich jetzt nicht so gefühlt. Der Recall war echt extrem strong. Wie immer, vielen, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich werde jetzt meinen Tee machen und ein bisschen entspannen. Hoffe, dass ich die Tage wieder richtig gesund bin. Und dann sehen wir uns beim neuen Video. Haut rein.